Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Seit langer, langer Zeit mal wieder ein Avel Unpacking. Ich bin zufällig mal wieder über die Seite gestolpert, wo ich ja vor einigen Jahren noch super gerne bestellt habe und dachte, schau doch einfach mal, was es da so ein bisschen gibt. Mir sind ein paar spannende Pakete angeboten worden und tatsächlich zwei Bücher, die auf meiner Wunschliste waren, in doch relativ gut reduzierter Anzahl. Und da dachte ich, es wird einfach mal wieder Zeit. Und ich habe tatsächlich nur ein Drittel vom ursprünglichen Betrag der Bücher bezahlt. Es ist wirklich verrückt, was man da sparen kann. Bei Avel hat man ja Mängelexemplar, Bücher, die in der Regel keinen großen Schaden haben. Das werden wir uns jetzt auch ansehen. Und während ja man bei Rebuy oder auch bei Medimops oder ähnlichem bei Tauschticket ja gebrauchte Bücher hat. Also hier sollte noch niemand das Buch gelesen haben. Es gibt ganz oft spannende Paketbundles, Bücherpakete, wo es dann drei Bände relativ günstig gibt. Ich glaube, ich habe das bei einem auch jetzt, dass ich ein Zweier Pack sozusagen habe, und es ist ein relativ großes Paket geworden. Und ich dachte, wir schauen uns einfach mal, was ich bestellt habe, wie der Zustand so ist und wie der preisliche Vergleich so ein bisschen ist. Und das erste Buch, was mir entgegenkommt, ist eins von zwei Geschenkebüchern, und zwar Die ganze Welt ist voller Wunder, das Glück liegt in den kleinen Dingen. Das ist aus dem Koppenrath Verlag und es sind halt wirklich diese kleinen Geschenkebücher, in die ich immer, bevor ich sie verschenke, gerne selbst reinschaue. Und die hätten im Original 2,50 € bezahlt und ich habe jetzt, glaube ich, ja, für beide 2 bezahlt. Oder für jedes 2, also auf jeden Fall war es günstiger als im Original. Und ja, ich glaube, ja, je 2 €, also ich habe 50 Cent pro Büchlein gespart. Von daher ist das auf jeden Fall schon mal fein. Dann etwas Reisetechnisches, sozusagen, ich glaube, hier ist es besser. Und zwar mein Schweinehund auf dem Jakobsweg mit dem Fahrrad nach Santiago de Compostela von Alexander Altmann. Ich mag, seitdem ich habe es, ich bin da mal weggelesen, habe sehr gerne Bücher über den Jakobsweg, über überhaupt das Laufen, das Spazierengehen, das irgendetwas erkunden. Und bin da zufällig drüber gestolpert und es hat 5 € gekostet. Im Original, glaube ich, 23, wobei, ja, man sieht, hier hat einen Stempel, hier hinten ist ein Ratscha, aber sonst sieht das Buch wirklich gut aus. Und für 5 € muss ich ehrlich sagen, fand ich das absolut in Ordnung. Es ist ein Buch mit auch einigen, ich glaube, so sieht man es ganz gut, mit einigen Fotos, also auch wirklich hochwertig im Druck. Und sonst hat das Buch aber tatsächlich keinen Schaden in irgendeiner Art und Weise. Es gibt auch noch ein Lesebändchen. Ach, das legen wir mal wieder in die Mitte rein. Ja, 5 € anstelle 23, da hat sich das Schnäppchen auf jeden Fall gelohnt. Dann habe ich zwei Bücher von der gleichen Autorin bestellt, und zwar von Jenny Mai Nguyen, denn beide Bücher standen auf meiner Wunschliste. Und zwar Das Zeitalter der Drachen, ja, von besagter Autorin. Und das hatte ich schon ein ganzes Stück auf der Wunschliste und ich weiß gar nicht, warum ich dann immer wieder mal so davon abhanden gekommen ist. Es ist übersetzt von, steht nicht da, das finde ich sehr schade. Aber gut, es ist manchmal so, erschienen 2001. Also tatsächlich könnte ich es auch schon 2 Jahre auf der Wunschliste haben. Und ja, wir haben hier die Tochter deutsch-vietnamesischer Eltern in München geboren. Und ja, ich glaube, das ist ihr zweites Buch, wenn ich das richtig sehe. Und ja, Feuer und Flamme für eine gerechte Welt. Ja, ich bin ja immer schon so ein Drachenfan und ich weiß gar nicht, in welcher Phase dieses Buch dann bei mir eingezogen ist, aber es, nein, auf die Wunschliste gelandet ist und jetzt eingezogen ist. Das Leben ist hart in Idras Horn. Alle paar Monate taucht ein Drache auf und belagert auf unbestimmte Zeit die Zwergenfestung. Die Bestie lauert stets auf eine bestimmte junge Frau, die von Geisterschatten gezeichnet ist. Niemand weiß, wen es als nächstes trifft, und die Versuchung ist groß, die Unglückselige einfach den Drachen zu überlassen. Manch eine wählt sogar freiwillig den Märtyrertod, denn jede Belagerung bringt hohe Kosten für die Gemeinschaft mit sich. Ja, und dann treffen wir auf Nireka, die ja an Geisterschatten erkrankt ist, und ja, sie möchte aber einen anderen Weg finden, um die Bestien zu besiegen. Und ja, der Schlüssel liegt in der Vergangenheit. Das Buch hätte im Original 17 € gekostet und ich habe es jetzt für 2 erstanden. Und dieses Buch hat hier unten nur so ein bisschen den Schatten eines Mängelexemplares. Hier so, ja, so kleine Ratscha, aber auch wirklich kaum zu sehen. Und sonst ist das Buch wirklich in sehr, sehr gutem Zustand. Und ja, über die Einsparung freue ich mich natürlich.
Und auch das nächste Buch ist von der Autorin. Hier geht es um vier magische Artefakte. Es sind die Töchter von Ilian, ebenso von Jenny Mai Nguyen. Und auch das Buch hatte ich auf meiner Wunschliste. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer davon gesprochen hat. Wir haben hier einen Becher, um die Vergangenheit zu bewahren, eine Flöte, um mit Tieren zu sprechen, ein Spiegel, um sich selbst zu erkennen, eine Sternenscheibe, um die Zukunft zu sehen. Und werden sie verschenkt, steigert sich die Macht der Artefakte, werden sie behalten, nimmt diese ab. Doch die magischen Artefakte sind verschollen. Dann gibt es weiße Frauen, die einst friedvoll mit ihnen regierten, die in die Wälder geflohen sind, und Kriegsfürsten herrschen nun über Menschen, Zwerge und Elfen. Und die Zeit ist gekommen, dass die Töchter aller Völker sich erheben. Und ja, hier haben wir auch, es heißt hier auch starke Fantasy von einer starken Autorin. Und ich glaube auch, dass hier starke Frauen definitiv im Vordergrund stehen. Im Original auch 17 Euro. Genau, und auch das habe ich für 5 Euro gekauft. Also auch eine Einsparung. Ja, hier ist der Menge-Exemplar-Stempel definitiv größer. Und auch die Ratscha hier unten ein bisschen spürbarer. Aber am Ende steht das ja sowieso so im Regal. Das heißt, das sieht tatsächlich auch keiner. Und sonst ist das einfach im neuwertigen Zustand. Dann habe ich mir ein Adventskalenderbuch bestellt. Und zwar habe ich das nächste Buch, also wahrscheinlich eine ähnliche Vorgehensweise mit Liebesgeschichten, für dieses Jahr auf der Wunschliste. Das ist jetzt im August erschienen oder erscheint im September. Aber ich dachte, spare ich doch ein bisschen Geld und hole mir dieses Buch für 2 Euro anstelle 15 Euro. 24 Love Stories und Silvester Special, auch in einer limitierten Auflage, wahrscheinlich durch diesen Golddruck, zumindest hier vorne. Ja, ist, glaube ich, aus dem letzten Jahr und für dieses Jahr, nein, sogar schon aus dem vorletzten Jahr und für dieses Jahr, habe ich eben auch sowas auf der Wunschliste. Es sind verschiedenste Autorinnen: Juli Leutze, Stella Tag, Kira Licht, Julia K. Stein, Stephanie Lasthaus, Alana Falk, Jennifer Benkau, Stephanie Hasse, Rose Snow, Jennifer Alice Jäger und so weiter. Wir haben hier auch Marius Schäfers, glaube ich, so der einzige Autor hier mit dabei. Und wir haben eben 24 Kurzgeschichten und ein Silvester-Special. Und da freue ich mich einfach, das im Dezember zu entdecken. Und mir ist noch nicht nach Weihnachten. Ich hätte gern jetzt noch ein bisschen mehr Sommer. Aber man kann ja nie früh genug anfangen. Und ich dachte einfach, für 2 Euro anstelle 15 kann ich nichts falsch machen. Und ja, das liest man dann vielleicht auch nur einmal. Aber dann ist es vielleicht auch für die nächste Freundin oder den nächsten Tauschpaket oder den Bücherschrank dann auch etwas Schönes. Und dann sind auch hinten sind auch alle Autoren, Autorinnen abgebildet. Und dann gibt es wohl auch noch Christmas Kisses, das letztes Jahr erschienen ist. Und wie hieß es denn dieses Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das auch auf der Wunschliste. Aber ich glaube, mit dem einen bin ich jetzt ganz glücklich. Dann kommen wir noch zu dem zweiten Geschenkebuch. Und zwar ist das Beginne jeden Tag mit einem Lächeln, fernöstliche Weisheiten. Auch hier habe ich 2 Euro bezahlt anstelle 2,50 Euro. Also habe im Grunde 1 Euro bei beiden Büchern gesamt jetzt gespart. Und auch hier freue ich mich ein bisschen aufs Reinlesen und dann eben auch tatsächlich einfach, um es dann auch zu verschenken. Ich finde, sowas ist immer so eine süße Kleinigkeit. Und dann kommen wir zu dem Doppelpack, den ich bestellt habe. Und zwar, ja, sind es Disney-Bücher. Und zwar The Queen's Council. Und beide Bücher haben 14 Euro gekostet, anstelle jeweils 1,14 Euro. Also ich habe mir sozusagen, ein Buch war sozusagen umsonst, also für die Hälfte. Ich glaube, das erste, ja, war Rose und Rebel. Das ist, glaube ich, richtig. Da geht es um Die Schöne und das Biest. Es sind keine Weitergeschichten, keine andersartigen Geschichten, sondern sie erzählen die Geschichte tatsächlich weiter in einem anderen Universum, so wie ich das verstanden habe. Und es gibt auch aktuell nur diese beiden Bücher, sind auch erst dieses Jahr erschienen. Im Carlsen Verlag, ist also auch eher ein bisschen was Jugendlicheres. Und das Happy End ist nur der Anfang. Belle hat den Fluch der Zauberin gebrochen, das Biest in seine menschliche Gestalt zurückverwandelt und das Leben in das Schloss zurückgebracht. Doch Frankreich steht am Rand der Revolution. In Paris lodern die Feuer des Wandels und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Rebellion vor ihrer Haustür steht. Da das Schicksal ihres Landes, ihrer Liebe und ihres Lebens auf dem Spiel steht, muss Belle entscheiden, ob sie bereit ist, sich ihrer eigenen Stärke zu stellen und der Magie, die sie mit so vielen weiblichen Herrscherinnen vor ihr verbindet. Glücklicherweise steht ihr der Rat der Königinnen unterstützend zur Seite.
Die Leserinnen werden von diesem nächsten Kapitel von Die Schöne und das Biest mitgerissen werden, das reich an Intrigen, Rebellion und Romantik ist. Thériault verwebt nahtlos Geschichte mit Disney-Magie zu einem Märchen, das man nicht so schnell vergessen kann, sagt auch Elizabeth Lim. Ja, und von der mochte ich ja die Sechs Kraniche super gerne. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich finde es total spannend, diese bekannten Charaktere mal aus ihrer Disney-Welt herausgerissen zu haben und da einfach eine andere Geschichte erzählt zu haben. Ja, und auch hier ist unten der Stempel und ein bisschen Geratsche, aber mehr tatsächlich auch nicht. Und auch, ja, das Buch sieht ein bisschen, ja, das ist, glaube ich, so das schlechteste Band bisher. Also hier der Stempel und dann sieht man hier unten so eingedrückte Muster. Also ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Also das ist tatsächlich jetzt so das schlechteste Buch von der Qualität. Aber wie gesagt, steht am Ende, wenn es gut läuft und ein Highlight wird so im Regal, dann schade das auch nicht. Und das ist Feder und Flamme von Livia Blackburn. Und hier geht es um Mulan. Da wird die Geschichte weitererzählt. Gerade ja, auch hier steht im Grunde noch kein weiterer Band drin. Das Happy End ist nur der Anfang. Der Krieg ist endlich vorbei. Mulan wird als Heldin gefeiert und lebt in ihrem Dorf, wo sie eine Miliz aus Kriegerinnen ausbildet, um den Frieden weiterhin zu schützen. Als eine Einladung in die Kaiserstadt eintrifft, wird Mulans Leben auf den Kopf gestellt. Der alternde Kaiser verfügt, dass sie seine Thronfolgerin sein soll. Diese ungeahnte Macht und Verantwortung erschrecken sie, aber natürlich muss sie sich diese Herausforderung stellen. Schnell wird Mulan klar, dass nicht alle auf ihrer Seite stehen. Doch die Entdeckung eines geheimnisvollen, uralten Zaubers hilft Mulan, ihr wahres Schicksal zu erkennen. Und die Autorin vom ersten Band sagt, lebendig und fesselnd vermischt Feder und Flamme Geschichte, Folklore und Magie, um das nächste Kapitel von Mulans epischer Geschichte zu erschaffen. Mit eleganter Prosa und akribischer Liebe zum Detail webt Blackburn eine Geschichte von Stärke und Aufopferung, die LeserInnen verzaubern wird. Ja, ich hoffe sehr. Die Bücher sind ja auch gar nicht so dick, knapp 300 Seiten. Hier hinten sind noch ein paar andere Bilder drin, aber ich glaube, da sind dann nur die anderen Reihen. Genau, die Villenreihe, die Twisted Tales, da habe ich ja eins gelesen. Die Dangerous Secrets, da habe ich, glaube ich, keins von gelesen. Von oben hatte ich, glaube ich, drei gelesen. Hier hatte ich das mit Elsa und da kann ich mich nicht erinnern, eins gelesen zu haben. Aber das kennen wir ja von Carlsen des Öfteren, dass sie sich da so ein bisschen der Disney Geschichten sozusagen annehmen und ich freue mich drauf. Und ich muss sagen, wirklich eine wahnsinnig tolle Ausbeute, die mich keine 32 Euro gekostet hat. Ich auch noch Porto eingespart habe, weil ich glaube ich bei 30 Euro angekommen war. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und wenn ich den regulären Preis zusammengerechnet hätte, wäre ich bei 106 Euro gewesen. Also gerade so, ein bisschen weniger eigentlich als ein Drittel habe ich für die Bücher bezahlt und das ist wirklich heftig. Also bin da total happy, dass ich ja auf Avell eine Chance gegeben habe, dass ich mal wieder vorbeigeschaut habe, dass ich gezielt auch nach Wunschlistenbüchern geguckt habe, dort fündig wurde und alles drumherum so ein bisschen einfach eher per Zufall kam. Aber das ist ja auch mal das Schöne, dass man nicht nur Bücher von seiner Wunschliste sich zulegt, sondern sich auch mal so ein bisschen überraschen lässt von Dingen, die einem über den Weg laufen. Also ich gehe viel zu selten in eine Buchhandlung und lasse mich da irgendwie auf diesen Zauber ein, weil ich einfach so eine relativ große, ja, wobei ich habe, glaube ich, keine 30 Bücher auf meiner Wunschliste, aber wenn ich die Neuerscheinungen so immer mit im Blick habe und es ist einfach schön, so mal ein bisschen zu gucken, wie könnte man das finden, ist das was für einen und ich freue mich auf die Bücher, die bei mir eingezogen sind und die ihr dann natürlich auch in den nächsten Büchermonaten sehen werdet und euch da dann auch freuen könnt. Und ihr könnt mir gerne mal eure Erfahrungen mit Avell erzählen, ob ihr da öfter mal bestellt, ob ihr Mängelexemplare grundsätzlich besser findet als zum Beispiel gebrauchte Bücher oder ob ihr da gar keinen Unterschied macht oder ob es bei euch immer das neueste Buch sein muss, also im Sinne von, dass es wirklich ungebraucht ist, vielleicht noch in Folie eingeschweißt. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch gehen und ob euch so die Macken sozusagen der Bücher stören würden oder ob ihr da sagt, ja, ich lese es am Ende auch und ein Buch ist ein Gebrauchsgegenstand, so wie ich das ja durchaus auch sehe. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.